Da ist er wieder. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du mein Handwerks- oder Heimwerkerfreund wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein Abricht- und ein Dickenhobel, also Abricht-Dickenhobel besser gesagt. Und dazu brauche ich deine Hilfe. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Jetzt wirst du dich bestimmt fragen, der Mister hat doch schon einen Abrichtdickenhobel. Ja, in der Tat. Das ist so ein älteres Modell von Bosch, was du aktuell nicht mehr kaufen kannst. Es gibt, glaube ich, auch keine Abrichtdicken- oder Dickenhobel mehr von Bosch. Das ist hier das Modell SHO 160. 160 steht für die Hobelbreite. Also 160 mm kannst du das Ganze auf Dicke hobeln und 120 mm kannst du es von der Höhe her verstellen. Ja, mit diesem Abrichtdickenhobel kannst du kleinere Projekte für den Heimwerker realisieren. Und ich habe damit auch das ein oder andere Projekt realisiert. Ich komme aber mittlerweile damit an meine Grenzen. Vor allem, du kannst hier wirklich kleine Stücke von 5 bis 600 mm kannst du abrichten. Wenn du jetzt etwas Größeres abrichten willst, mal eine Bohle, mal eine etwas längere Leiste von 2 Meter, dann wird das Ganze nichts. Es gibt auch Vorrichtungen bzw. gewisse Vorrichtungen auf YouTube, wo du den Hobel etwas pimpen kannst. Aber ich habe mir jetzt überlegt, beziehungsweise da brauche ich eure Hilfe, ich möchte mir einen neuen Abrichtdicken Hobel zulegen. Und da habe ich mir zwei Modelle rausgesucht. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass es ein Abrichtdickenhobel ist, kein Dickenhobel. Viele von euch haben, glaube ich, auch einen Dickenhobel zu Hause in der Werkstatt stehen. Die gibt es ja auch schon mittlerweile für 500 bis 600 Euro, also qualitativ sehr, sehr hochwertige Modelle. Macht für mich wenig Sinn, weil ich möchte ja auch meine Bohle oder sowas abrichten im 90-Grad-Winkel, damit ich das dann später auf Dicke hobeln kann und dann wirklich ein Rechteck habe, beziehungsweise dass jede Ecke 90 Grad hat. Das ist eigentlich Grundvoraussetzung dann für den Möbelbau. Und da macht so ein dicken Hobel für mich wenig Sinn. Ich habe mir jetzt zwei Modelle mal rausgesucht. Einmal ein Modell von DEWALT, 2100 Watt. Das ist ein Abrichtdickenhobel mit Staubabsaugung. Abgabeleistung sind 1650 Watt, Leerlaufdrehzahl 6200 Umdrehungen pro Minute, maximale Schnittbreite 260 mm, maximale Schnitttiefe 2,5 mm, Spannabnahme 3 mm und so weiter und so fort. Gewicht 53 Kilo. Ihr könnt euch die Daten jetzt mal ablesen. Und dann habe ich mir einen Abrichtdickenhobel rausgesucht. Das Modell von Holstar, den blende ich euch jetzt auch mal ein. Und wiegt etwas mehr. 93 Kilo und das Besondere daran, wir haben hier auch eine breitere Abnahme von den Dickenhobel und zwar, ich suche gerade das Maß, wo ist das? 308 mm können wir da abnehmen. Also beim DEWALT können wir 260 mm, bei diesem Holz da 308 mm. Das Tolle, also ich möchte eure Meinung jetzt wissen. DEWALT oder von Holstar. Negativ, also ich weiß nicht, die Marke DEWALT spricht ja für sich, es ist ein sehr, sehr qualitativ hochwertiger Werkzeughersteller. Holstar, ihr erkennt es wahrscheinlich schon an das Modell, das ist einfach ein No-Name-Produkt, wo dann einfach die Hersteller ihre Namen draufdrucken können. Sprich, den gibt es wahrscheinlich auch schon von 5 anderen Herstellern, also dieses Modell. Vom Preis her liegt das Modell bei 1000 bis 1500 Euro, dem DEWALT genau dasselbe, also auch ab 1300 bis 1600 Euro geht das Ganze los, je nachdem, wo ihr das Ganze kauft, ob Amazon oder frei im Internet. Und ich möchte mal eure Meinung wissen, welches Modell ihr mir empfehlen würdet. Der DEWALT spricht, also an sich finde ich das Modell nicht schlecht, nur was für mich jetzt negativ ist, ist einfach die geringe Breite, wo ich auf Dicken hobeln kann. Dann die Absauganlage. Ich muss eine extra Absauganlage kaufen, damit ich das vernünftig auch absaugen kann, weil wenn wir 3 mm abhobeln, da kommt ordentlich an Späne zusammen. Und was ich noch negativ finde, sind einfach diese Beine. Das Ganze sieht für mich sehr wackelig und ja nicht so wirklich stabil aus. Ich denke schon, dass das Ganze sehr, sehr stabil ist. Ich habe aber auf YouTube noch kein Video gefunden über diesen Abrichtdickenhobel. Es gibt Dickenhobel, ja, aber es gibt kein Abrichtdickenhobel auf YouTube. Also ein Video, so ein Review oder so ein Unboxing-Video, wo jemand das Ganze mal testet. Bei Holstar sieht das Ganze anders aus.
aus. Es gibt schon ein, zwei Kanäle, die so einen Hobel haben, so einen abrichtdicken Hobel, und die sind da recht zufrieden mit. Das Tolle daran, der Hobel, der nutzt die Drehzahl für ein Gebläse. Sprich, ihr könnt hinten einen Staubsauger anschließen und dort sammelt sich dann die Späne. Das heißt, ich brauche gar keine extra Absauganlage. Das spricht eigentlich wieder für sich. Was für mich als Nachteil ist, ist ganz klar, dass das Ganze sehr, sehr schwer ist und ziemlich klobig. Ich überlege, Helden der Werkstatt hat das Ganze auch gemacht. Er hat das Unterteil abgebaut und hat sich selber nochmal einen Schrank oder einen Wagen für diesen abrichtdicken Hobel gebaut. Das werde ich, glaube ich, dann auch machen, damit ich das Ganze hin und her schieben kann und unten vielleicht den Stauraum einfach nutzen kann. Also wie ihr sehen könnt, spricht für mich, oder ich habe mich schon ja noch nicht entschieden, aber ich bin mehr dafür, für dieses No-Name-Produkt, anstatt für das Markengerät. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht, DeWalt oder dieses No-Name-Produkt. Was könnt ihr mir empfehlen? Ich denke, das ist ziemlich schwierig, ne? Vielleicht hat auch jemand von euch diese Maschine oder beide Maschinen oder je nachdem eine Maschine von denen zu Hause stehen und kann sagen, hier, das und das und das ist negativ, das und das ist positiv, ich würde die und die Maschine empfehlen. Das war ein kleines Update. Auf jeden Fall wird in nächster Zeit bei mir in die Werkstatt ein abrichtdicken Hobel einziehen, weil es gibt so ganz, ganz viele Projekte, die mir auf der Zunge liegen oder im Kopf drin sind, und die kann ich einfach nicht umsetzen, weil dieser Hobel ist hier definitiv zu klein. Und wie gesagt, der ist einfach nur für den Heimwerker. Für kleinere Werkstücke ist das ideal oder ist der ideal geeignet, aber nicht für größere. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und ich hoffe, du kannst mir weiterhelfen. Lass einen Kommentar da, wie deine Meinung ist. Oder ich habe was Besseres. Wir machen hier oben einfach mal eine Umfrage. Mach da mal einfach mit, was du mir empfehlen kannst. Und dann sei gespannt, was die nächsten Wochen hier in meine Werkstatt einzieht. Also ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ich tendiere eher für das No-Name-Produkt. Und für alle Neulinge, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren und gib dem Video einen Handwerker-Daumen nach oben. Dann weiß ich, dir hat dieses Video gefallen. Besser gesagt, das war jetzt ein Video, wo ich eure Meinung brauche. Aber trotzdem, gib dem Video einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Da gibt es eine neue Folge Mr. Handwerk. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao. So, jetzt kommst du mit hier.